Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis Blood and Wine Expansion Pack, wie man es früher genannt hat. Das heißt nicht DLC, verdammt nochmal. Expansion Pack. Und wir sind alle sehr gespannt, was für ein Monster jetzt hier auf uns wartet, nachdem ja eigentlich hier ein Mensch angefangen hat, lang zu gehen. Vielleicht ist ja auch wieder irgendein Wehrmensch, der sich verwandelt in irgendein Monster. Mal gucken. Ein Stück Panzer. Graues Horn. Klingt irgendwie nicht wie irgendwas, das sich verwandelt. Aber vielleicht irre ich mich auch. Klauenspuren. Gerade und stumpf. Ideal zum Graben. Ach, bestimmt ist es dieses komische Monster, was wir in der Arena bekämpfen mussten, das nichts sieht. Mir fällt der Name nicht ein. Aber es ist komisch. Umgeknickte Bäume. Sieht aus, als wären sie plattgewalzt worden. Ein Glumar also. Nur die buddeln solche Tunnel und bewegen sich sofort. Genau, das habe ich gemeint, Glumar. Aber ich verstehe nicht, was das hier mit dem Mann zu tun hat. Ah, Höhleneingang. Von da aus kommen wir jetzt hoffentlich zu dem bewachten Schatz. Ja, nein, vielleicht. Es sind mehrere Eingänge. Gehen wir erstmal in den Eingang rein, der uns vorgegeben wird. Die Spur führt zu dieser Höhle. Klauenspuren. Gerade und stumpf. Ideal zum Graben. Och, ich hab wieder die falsche Taste gedrückt. Was macht man, wenn die 1000 Füßler angelockt werden? Hat mich nicht gerade ernsthaft umgebracht, oder? Zum Glück habe ich vorher gespeichert. Riesentausendfüßler, werden die von Glumarin angezogen, oder? Wie darf ich das Ganze jetzt interpretieren? Sorry. Ich überlege gerade, ob ich die Kerze anzünde. Zünd gerne Kerzen an. Ich zünde gerne Sachen generell an. Ich glaube, in einem anderen Leben wäre echt ein Feuerteufel aus mir geworden. Aber ich glaube, das macht einfach jeder gerne, oder? Sachen anzünden, das macht einfach Spaß. Also ich zünde halt nur keine Sachen an, die man nicht anzünden darf. Also ich verschwende vielleicht mal ein paar Streichhölzer so sinnlos halt und zünde sie an und lasse ausgehen und zünde noch eins an. Aber es ist nicht so, dass ich irgendwelche Sachen anzünde oder so. Ich habe immer noch ein Gewissen. Jetzt aber weiter hier. Ein Text. Come on. Gegen 1000. Ah, es ist halt echt ein blöder Ort, um gegen 1000 wieder zu kämpfen, muss ich zugeben. Es ist scheiße eng. Die Spur führt zu dieser Höhle. Da kommt. Hier haben wir ein bisschen mehr Platz. Das ist schon deutlich angenehmer. Au. Oh. Wär's mal mit dem direkten Tod, hallo. Nicht für mich übrigens, sondern für den Gegner. Wäre ganz geil. Boah!
Sterb, sterb! Stirb heißt es, glaube ich. Stirb, stirb, nicht sterb. Stirb, stirb! Da oben komme ich auch nicht hin. Man kann ja nicht klettern. Im Kampf kann man nicht klettern. Das ist so dumm, dass man nicht klettern kann im Kampf. Es passt auch gar nicht zu dem Spiel, finde ich. Weil es halt einfach so ein ausgereiftes Spiel ist und dann kann man im Kampf nicht klettern, was keinen Sinn ergibt. War gar nicht mal so einfach, der Kampf. Speicher. Gut, können wir uns jetzt vielleicht mal in Ruhe angucken, was hier noch so war. Ob da noch irgendwas war in dem Wasserfall, bei dem Wasserfall, wie auch immer. Ich wusste es, hier liegen nämlich auch totale Schleckereien. Und zwar, oh, hier liegt ja wirklich Schleckereien. Krass. Das ist keine Schleckerei. Aber ein Bergarbeiter, der hier ein bisschen Pech hatte. Anfänger Waffenreparatur. Ich habe es mitgenommen, wie peinlich. Ich mache es mal in die andere Richtung. Ach, das können wir weghauen. Ja, nicht so. Golderz. Das sollte mehr wert sein als Kupfererz. Kleiner Swarovski-Stein. Oh, lass mich raten. Hier ist ein weiterführendes Quest. Warnung! Achtung! In dieser Gegend sind Gebäude eingestürzt, weil ein Monster alles untergraben hat. Ich weiß noch nicht welches. Kommt mir nach und entfernt meine Symbole nicht von den Wänden. Ich brauche sie für den Rückweg. Junot von Bellhaven. Das Symbol seiner Schule an der Wand hinterlassen. Clever. Ich sollte nach weiteren Symbolen suchen. Wo ist das Symbol? Bin ich blind? Hä? Da oben ein Symbol, ne, oder? Also, ich sehe keine. Sorry. Egal, gehen wir mal weiter. Oh, schon wieder, Alter. Ich glaube, ich muss dann mal meditieren. Damit es auch lange genug hält. Was ist denn da oben? War wahrscheinlich mal ein ehemaliger Tunnel, der mittlerweile eingestürzt ist. Oh. Ach, die Spuren. Ach, die Spuren immer noch verfolgen, oder wie? Es ist. Geht doch eh nur in eine Richtung bis jetzt. Noch ein Toter. Man findet so viel Färbemittel, Färbelösemittel, wie auch immer. Klauenspuren. Ja, ideal. Gerade und stumpf. Ideal zum Grab. Noch mehr. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Mal sehen, wo die hinführen. Das erkenne ich, dass das ein Symbol ist. Das würde ich sagen, ist die Wolfsschule. Oh, oh, der Glumar ist nah. Da gehen wir gleich runter. Da ist noch ein Ausgang. Ist es der Ausgang, den wir gesehen hatten? Grüngolderz. Hier ist doch gar kein Monster. Ach, da oben. Aha. Naja. Da kommen wir eh nicht hoch. Von hier aus. Deswegen egal. Och nein. Wie wär's denn mal wieder mit einem direkten Tod? Mir kommt es so vor, als wenn es in letzter Zeit nicht mehr wirklich oft passiert und am Anfang viel häufiger passiert ist. Geil, hier ist echt noch enger. Zum Glück ist nur einer. Ah, sofortiger Tod. Ich stand sogar dort, habe ich gesehen. Ich stand sogar da, sofortiger Tod. Ist mir vorher nicht aufgefallen. Okay, ich habe ein bisschen Angst, dass wenn wir jetzt verbesserte Katze nehmen, in den Kampf reinkommen, in den Klumar, und dann ist verbesserte Katze alle und wir können halt nicht meditieren, deswegen meditiere ich lieber jetzt. Halt, wir können es nochmal schnell komplett heilen. So. Ein
Damit wir wieder volle Katze bekommen. Ich wusste, dass hier drinnen noch eine Schatzsuche mit ist. Was denn sonst? Das muss die Leiche des Bärenschulenhexers sein. Junold von Bellhavens Tagebuch. Ach, jetzt habe ich... Ich bin so doof. Verdammt, ich hätte diesen Auftrag nicht annehmen sollen. Ich weiß noch immer nicht, was für ein Monster ich es, mit was für einem Monster ich es zu tun habe. Wie töricht von mir, mein Geld für die Rüstung zu verwetten. Elfen lieben es, die Leute um ihr letztes Hemd zu bringen, und diese Knicker auf Tufo sind keinen Deut besser. Aber was bringt es, mich selbst zu bemitleiden? Die Rückkehr ist sinnlos, solange ich keinen vollständigen Satz Ausrüstung habe. Tja, wenn eine das Glück einmal verlassen hat, ich werde einen Weg finden, verdammt. Ich hätte das Risiko nicht eingehen sollen. Muss wirklich scharf auf die Rüstung gewesen sein. Vielleicht gibt es auf dem Weingut noch Schemata, die ich finden kann. Mit Sicherheit. Ist auf jeden Fall so, dass wir... Eine Sackgasse. Aber da ist doch was. Ah, stimmt. Eine Sackgasse. Logisch. Also kein normaler Mensch könnte hier durchklettern. Das ist unmöglich. Also er passt gerade... Er passt fast schon aufrecht durch. Das heißt, wenn er jetzt da drüber klettern würde, das würde natürlich nicht gehen. Wie ich solche Sachen in Spielen hasse. Das ist mir auch egal, ob das Witcher 3 ist. Aber ich muss sagen, man findet hier in Witcher 3 Blood and Wine definitiv viel, viel mehr Schatzsucher-Ausrüstungen auf dem Weg, als es bei Witcher 3 der Fall war. Luma-Exkremente. Die Würmer, die sie fressen, sind eine Delikatesse für Riesentausendfüßler. Aha, deswegen also. Halt, wer war da noch als Rotes gerade? Da. Reinspuren wieder. Eingefallener Gang. Oh oh, da unten ist der Kampf. Ah, ich sehe immer noch nicht dieses verdammte Fragezeichen. Das muss das Glumar-Lager sein. Hier schleppt er seine Opfer her. Einige sind noch recht frisch. Ich sollte einen Köder vorbereiten. Aus dem Blut eines Opfers und den Pilzen, die hier wachsen. Ah. Er kommt also nicht einfach so, deswegen kann ich mir erstmal die Zeit nehmen und die Sachen hier abernten. Von den Pilzen habe ich eh genug, aber egal. Stark verwest, angefressen. Die Leiche liegt hier schon länger. Eine frische Leiche. Muss Jean-Luc sein. Rippen und Schädelbrüche. Das war der Glumar, kein Zweifel. Ein Silbermedaillon. Mit einer Haarlocke drin. Gleiche Farbe wie Madame de Bourbos. Ich wusste es. War so klar, dass die zwei rummachen. Nicht. Na, ich will das Skelett, ich will das Skelett. Oh. Toll. Im Skelett war noch mehr Schmand drin. Noch größerer Schmand, besser gesagt. Oh, da oben. Ach man, hier hätten sie doch mal irgendwas hinstellen können. Verdammt. Okay, ich denke, das war's. Das haben wir eigentlich grob alles durchsucht. So. Ach so, den Köder muss ich auf Garantie in Alchemie machen. Überlegene Katze. Wie hieß es? Äther. Ach ja, genau. Äther fehlt. Was ist mit weißer Honig? Überlegener weißer Honig. Oh, den kann ich sogar herstellen. Was brauche ich denn dafür? Weiße Möwe, weißer Honig, Geißblatt, Blütenblätter der weißen Myrte, Ballista, Bruch, Niesbruder. Ist ja eigentlich... Vitriol wird dafür auch einmal gebraucht. Sehr geil. Das haben wir auch ewig gesucht gehabt. Aber egal, dann stellen wir es her. Thank you.
Das sollte ich im Lager auskippen. Irgendwo im Luftzug, damit der Geruch durch die Höhle zieht. Lege den Köder in die Tunnelnähe der Oberfläche aus. Aha. Hä? Muss ich das jetzt selber bedienen oder was? Ach, ich hab's schon ausgewählt, alles klar. Muss ich jetzt ernsthaft alle diese Dinger ablaufen? Das sind ja insgesamt 5 Stück. Okay. Ich glaube, da können wir echt nochmal nächtigen, weil wir haben jetzt schon wieder nur noch einmal Katze übrig und der Kampf dauert auch gar nicht länger. Oben war auch nichts, oder? Verstehe nicht, warum ich den bei eingefallenen ehemaligen Tunneln auslegen muss, den Köder. Das hat gar keinen Sinn. Was, wie viel da in dieser Flasche drin ist. So, ich glaube, ich werde jetzt wirklich erst nochmal. Halt. Nochmal nächtigen. Schleimling, genau, den hatte ich mir gar nicht angeguckt. War keine Augen. Oder das da könnten vielleicht Augen sein. Einige Bauern boten mir einst eine königliche Summe, wenn ich einen Schleimling töten würde. Der Sack voll Gold war schwer, doch ich lehnte ab. Was hilft einem Gold, wenn man tot ist? Ein Schleimling ist kein verdammter Gabelschwanz. Zator, einer der Haudegen von Greenfried. Schleimlinge werden oft mit Wyvern und Gabelschwänzen verwechselt. Doch, Obacht, Schleimlinge sind hässliche und ungemein gefährliche Monster. Es ist keine gute Idee, sie mit Wyvern zu verwechseln. Diese können einen untrainierten Mann zwar auch in Sekunden zerreißen und verschlingen, doch nur Schleimlinge können ihn davor auch noch grillen. Ja, da könnte Feuer spucken, das war krass. Das Monster von Tufo. Ah, das habe ich noch nicht gefunden. Aber ich kann mir ja trotzdem schon mal durchlesen. Man kann ja blöderweise das schon vorher lesen, auch wenn man es nicht sehen kann. Es gibt Kreaturen, die für Menschen tödlich sind. Gelege von Kikimoras fressen und unterirdische Tunnel graben. So breit, dass die Krönungskutsche des Kaisers von Nilfgaard 6 Spännig hindurchfahren könnte. Diese Kreaturen graben mit solcher Gewalt, dass die Erde bebt und schon manches Haus, unter dem sie gewühlt haben, eingestürzt ist. Anhand dieser Symptome konnte Geralt zwar noch nicht sicher bestimmen, womit er es zu tun hatte, aber er wusste, dass er höchste Vorsicht walten lassen musste. Erst als er die Spuren des Monsters in Augenschein genommen hatte, stand fest, dass es sich um einen alten weiblichen Tumor handelt. Eiblich auch noch. Ich würde sagen, bevor wir das jetzt hier ausschütten, weil dann kommt ja auch gar nicht der Gegner, aber beenden wir die Folge, weil ich habe keine Zeit, jetzt nach dieser Aufnahme noch eine Aufnahme zu machen und der Kampf könnte sich ziehen, deswegen machen wir ausnahmsweise mal ein bisschen eher Schluss. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschö, tschö.